Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef direkt aus Hamburg. Und wer in Hamburg keine Fischtour macht, der war nicht in Hamburg. Und wo könnte unsere Fischtour besser starten als in der ältesten Fischgaststätte Hamburgs, nämlich der Fedeler Fischgaststätte seit 90 Jahren. Fast seit 100 Jahren, das müsst ihr euch mal vorstellen. Schon oft im Fernsehen gesehen, in meinen Rentner-Dokus. NDR, Norddeutsche Reportage, ich glaube bei RBB war die auch schon vertreten, ne? Und heute selber vor Ort, Fedeler Fischgaststätte. Ich glaube, hier gibt es nur Backfisch und Kartoffelsalat, mehr nicht. Und genau das wollen wir heute probieren. Und was ich ja hier so feier ist, dass jetzt so eine kleine Hütte ist, ne? Komm, wir gehen mal reingucken. Sehr schön, wir wurden hier an diesem Platz platziert, weil diese Lampe kommt wohl aus Berlin-Wedding, denn die Inhaberin kommt eigentlich selber aus Berlin. Gut, die sieht auch schon so ein bisschen aus wie 1980, 1970 Berlin-Wedding. Kann sein, dass wir dich aus dem Fernsehen auch irgendwo kommst du uns. Vielleicht wirklich von YouTube. Kann sein, ja. Ja, also ich bin ursprünglich Charlottenburger. Und du bist gar keine echte Hamburgerin? Nee, ich bin aus Berlin. Das ist ja, du kannst ja trotzdem Jütenfisch machen, ne? Würde ich sagen. Und erzähl mal was kurz über dein Konzept. Ich sehe, das ist ganz, ganz klar. Also ich habe es ja, wie gesagt, schon in einigen Reportagen gesehen. Große, kleine Babyportion und genau. Backfisch mit Kartoffelsalat und Gurkensalat, richtig? Genau. Alles selbstgemacht. Sehr, sehr schön. Das würde ich einmal nehmen. Ich habe gesehen, die große Portion, oh, das sind 7 Stück, sehe ich hier gerade. Ja, die schaffst du. Wir waren heute schon essen. Wir waren heute schon frühstücken. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir so viel wie möglich von hier mitnehmen aus Hamburg. Wir nehmen eine kleine, die reicht, oder? Also die 5er möchtet ihr haben. Wir möchten eine 5er mit deinem schönen Kartoffelsalat und deinem Gurkensalat. Beide, ja? Genau. Eine Portion? Eine Portion, die reicht uns. Und ich finde es großartig hier. Man fühlt sich wirklich so ein bisschen 30, 40 Jahre zurückversetzt. Ne? Allein schon, wenn man die Garderobe sieht, diese alten Holzstühle, die Lampen an der Wand, man fühlt sich so ein bisschen wie bei Oma und Opa unten im Partykeller sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Die erste Speise trifft am Tisch an, der Gurkensalat. Und ich glaube, der kann nur fantastisch sein. Schauen wir uns den erstmal an. Schön rustikal und saftig. So wie der schmecken muss. Das, was man erwartet, wenn man Gurkensalat bestellt. Nach Dill, nach Schmand, kalt und frisch. Boah, ich muss noch mal rein. Eigentlich richtig schön geeignet als Begleiter zum Fisch, für die Frische zwischendurch. Deswegen muss ich aufpassen, dass ich sie nicht gleich aufesse. Und wir dürfen einmal die junge Dame in die Küche begleiten, denn unser Essen wird gerade gemacht. Moin! Hey! Aus der Heimat habe ich gehört. Ja, dich kenne ich aus dem Fernsehen, glaube ich. Sehr schön. Du machst gerade unser Essen. Genau, sieht's aus. Sehr, sehr gut. Eine 5er. Ja. Kartoffelsalat. Der sieht schon mal cremig aus. Ihr beruht euch hier auf Wesentliche sozusagen. Auf jeden Fall. Die kleinste Speisekarte Hamburgs auf jeden Fall. Ja. Und Backfisches Programm. Dazu gibt es halt noch Scholle, Heringe, sauer und frisch. Und okay. Frikadellen. Und das war's dann auch schon. Ja, reicht doch, wenn es lecker ist, ne? Ja, zu viele Köche verderben den Brei, sagt man so schön. Und wenn du eine kleine bestellt hast, dann hast du jetzt hier schon deine Portion. So, schau mal, das ist bei euch eine kleine Portion. So sieht's aus. Wahnsinn. Die kostet 12,50 Euro auf der Karte, richtig? Mit der Beilage zusammen. Wahnsinn, genau. Sehr gut. Kann man nichts falsch machen. Denke ich doch. Jetzt musst du nur noch schmecken. Geheimnis ist, ja? Das merkst du gleich, der ist ganz knusprig, der Backfisch. Gehst ja? Du zum Fischmarkt, nimmst dann einen Backfisch, wird er nicht so knusprig sein. Okay. Geheimnis ist, dass wir eine etwas höhere Temperatur haben, wo der Fisch ausgebacken wird. Mhm. Und das ist einzigartig. Und zugleich auch unser Erfolgsrezept. Der Fisch geht durch die Panade rein und verschließt sich sofort die Panade um den Fisch, zieht kein Fett. Oh, probier's selber. Du, wir haben hinten ein Hotel am Steindamm und ich konnte es gar nicht erwarten. Ich bin extra mit Taxi hergekommen und dachte mir, ich muss deinen Fisch essen. Cool. Bei so einem netten Lächeln, ey, ich freue mich drauf. Vielen lieben Dank. Probier's aus. Ja. Zu Kriegszeiten gab es keine Messer und deswegen hat man dann 2 Gabeln benutzt und wir benutzen bis heute nur 2 Gabeln. Achso, das sind keine Messer auf dem Tisch sozusagen. Man isst den mit 2 Gabeln. Ja. Dann mache ich das natürlich auch so. Gerne. Alles klar, danke schön. Danke dir. Jetzt nochmal für euch aus der Nähe. Also für 12,50 Euro kannst du da echt nicht meckern, ne? Das ist doch der Wahnsinn.
Oh, ich freue mich drauf. Wir machen so, wie sie gesagt hat, aber wichtig, sie trauern ja erstmal hier rüber. Ich fühle mich ja auch so wohl, ich fühle mich ja gleich irgendwie zu Hause. Ne? Die waren so lieb, die beiden. Ob sie oder er, ne? Man fühlt sich sofort willkommen hier. Jetzt bin ich gespannt. Zwei Gabeln. Ich will den Fisch erstmal so probieren. Mein erster Biss aus der ältesten Fischgaststätte Hamburgs. Knusprig, weich, fluffig, saftig, fischig, aber nicht so fischig, dass man fischig meint, sondern einfach lecker fischig. Man fühlt sich, wenn man nicht aus Hamburg kommt, auf jeden Fall wie in Hamburg angekommen. Und jetzt kommen wir mal zum Kartoffelsalat. Der sieht absolut cremig aus, ne? Schon fast wie so ein Kartoffelbrei. Das sind die Kartoffelstückchen im Einklang mit der Mayo. Sehr, sehr gut. Mhm. Also wenn man den Kartoffelsalat beschreiben müsste, cremig, mayonesisch, kartoffelig. Also wie gesagt, da ist alles zu einer Masse geworden. Und der schmeckt auch wie der Gurkensalat, nach dem, wonach er aussieht. Und das heißt im Endeffekt, du kommst hier rein, informierst dich vorher sozusagen bei Google, guckst dir ein paar Bilder an und erkennst die kleine Gaststätte schon aus dem Fernsehen und wirst absolut nicht enttäuscht. Und bei dem Preis, Freunde, ich kann euch nochmal vorlesen, große Portion, das ist eine kleine, mit 7 dieser Fischstücke drauf, 16 Euro. Die kannst du dir sozusagen mit 3 Leuten schon teilen. Kleine Portion, 12,50 Euro, eine Babyportion mit 3 Stücken. Das wäre immer noch das hier, das wären 3 Stücke, würde 7,50 Euro kosten. Also da kannst du nicht meckern. Das war großartig. Wir haben gerade noch 10 Minuten mit der Chefin gequatscht. Wahnsinn! Die sind extra aus Berlin hierher gekommen, weil Schwiegereltern, also ihrerseits, quasi die Mama von ihrem Mann, der da in der Küche stand, hat das hier bis zum 70. Lebensjahr betrieben. Und entweder haben sie gesagt, machen wir zu, und dann haben sie gesagt, nee, stopp, das bleibt hier in der Familie, wir machen weiter. Und bis vor kurzem wollten sie das ganze Ding ja noch abreißen, weil sie hier am Hafen alles neu machen. Und dann haben die tatsächlich über 5 Monate 22.000 Unterschriften von Gästen gesammelt, damit diese kleine Hütte hier bestehen bleiben kann. Also das sagt, glaube ich, über das Essen und den Laden alles aus. Und mehr brauchen wir dazu nicht sagen und können eigentlich hier damit abschließen, oder? Und hier draußen noch so eine kleine Strandsitzecke mit Strandkörben. Mit so einem kleinen Biergartencharakter. Und hier steht es nochmal ganz episch seit 90 Jahren. Und eigentlich wollten wir jetzt noch mit euch zum Hafen gehen und sozusagen als kleinen Snack oder Dessert noch ein Fischbrötchen essen gehen. Aber ich glaube, dieser Laden im Hintergrund hat die alleinige Aufmerksamkeit verdient. Und mehr kriege ich jetzt auch nicht rein, weil heute Abend geht es ja wieder essen. Ich sag euch, diese Foodtour in anderen Städten, wo man wirklich nur kurze Zeit, 1-2 Tage ist und wo es so viele Möglichkeiten und so viele schöne Lokalitäten gibt, ist echt schwierig. Ja? Da muss man gucken, was isst man, wie viel isst man und muss aufpassen, dass das nicht am Ende des Tages nach hinten losgeht. Deswegen, Dankeschön fürs Zuschauen, danke für eure Aufmerksamkeit und schreibt in die Kommentare, in welche Stadt wir als nächstes kommen sollen, dann ist der Blog hier am Start. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war eine neue Folge. Wer will Beef?